Der Herbst bringt zwar einige schöne Tage mit sich, leider auch sehr viele kalte. Und genau deswegen sind wir heute im zweiten Bezirk in Wien unterwegs und schauen uns das Thema Heizen an. Hallo. Hi, Alena. Jessie, hallo. Hi. Wollen wir gleich in die Wohnung schauen? Ja, natürlich, gerne. Kommst du rein. Das ist mein Wohn-Schlafbereich. Hat ungefähr 15 bis 20 Quadratmeter, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es reicht für mich alleine. Und im Winter ist es natürlich eine Herausforderung mit dem Heizen bei einer Altbauwohnung. Energiesparen ist ja auch gleich Kostensparen. Wie stehst du zu dem Thema? Mir ist das Kostensparen im Winter vor allem sehr wichtig. Also es ist jetzt mittlerweile meine 7. Wohnung, in der wir uns befinden. Ich hatte alle möglichen Heizkosten oder Heizmöglichkeiten schon durch, das heißt von Fernwärme. Diesmal sind wir in einer gasbeheizten Wohnung. Natürlich ist es mir sehr wichtig. Also ich verdiene auch recht angenehm, nur jetzt auch nicht so ein Vermögen, dass ich sage, ich schmeiße das Geld beim Fenster raus. Das heißt, du hast schon viele Wohnungen gehabt. Was ist so deine optimale Raumtemperatur? Es soll natürlich nicht zu kalt sein im Raum. Das heißt, also mir wäre so optimal, sind so 22, 23 Grad. Reicht für mich vollkommen aus. Im Pullover kann man sich immer noch ein bisschen anziehen und mit der Decke kuscheln kann man ja auch ganz angenehm. Wie regelst du die Temperatur bei dir in der Wohnung? Bei mir wird das Ganze eigentlich zentral gesteuert. Das heißt, ich habe so einen kleinen Apparat, da kann ich dann einstellen, wie warm ich es in der Wohnung haben möchte, um welche Uhrzeit ich das haben möchte. Kann mir das eine Stunde, bevor ich nach Hause komme, von der Arbeit auch so einstellen, dass sich das Ganze schön aufheizt, beziehungsweise dass die Temperatur gehalten wird und somit muss ich eigentlich selbst gar nicht mehr so viel regulieren. Vielen Dank fürs Mitmachen. Als kleines Dankeschön habe ich hier noch einen Gutschein im Wert von 50 Euro für dich. Dankeschön. Vielen Dank für die Einblicke in deine Energiewelt. Wir werden uns jetzt zum Experten hauen, um herauszufinden, was der sagt, was man vielleicht noch tun kann, um sich noch ein bisschen mehr Geld zu sparen. Perfekt, Dankeschön. Tschüss, Papa. Tschüss. Feedback an die junge Dame mit Mütze. Also wenn sie sich im Winter auch damit ausstattet, mit Mütze, dann hat sie die Temperatur relativ niedrig eingestellt. Sie wird aber ein Problem kriegen mit dem Temperatureinstellen, weil der Thermostat ist hinter dem Kasten angebracht. Also der sollte frei liegen. Wenn jetzt noch der Fernseher auch daneben ist, dann wird er sicher nicht die richtige Temperatur anzeigen bzw. wählen. Warum? Ja, weil es kommt zu Wärmestau hinter den Möbeln bzw. in der Nähe des Fernsehers und dann vermittelt er eine falsche Temperatur. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps vielleicht mit Türen, die man geschlossen oder offen halten soll? Oder wie ist das mit alten Räumen? Weil es ist ja ein Altbau. Ja, bei Altbauten mit sehr hohen Räumen ist es tatsächlich oft angebracht, dass man die Türen zu den Nachbarräumen verschließt, damit man eben einen gemütlichen Raum wirklich hat. Es ist oft schwer zu heizen, große Räume oder großvolumige Räume. Und die Raumtemperatur sollte man halt so wählen, dass man sich mit dem, wo man sich auch gewandmäßig am wohlsten fühlt, dass man mit dem wirklich gut hinkommt und das wohlige Zuhause hat. Wie viele Ökotaler gibt es für unsere Trudi, wenn man alles richtig macht? Also wenn man alles richtig macht, richtige Temperatur wählt, Thermostat nicht falsch hinhängt, auf mindestens 2. 2 von 3 Ökotaler für unsere Trudi. Mahlzeit, Trudi. Vielen Dank. Das war der Energiecheck für heute. Tschüss und Baba.